Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind im Theater des Schicksals und folgen dem Hauptquest ins Licht mit Agath. Und jetzt geht es auch direkt weiter, würde ich mal sagen, denn wir haben hier zuletzt ja auch ein paar Leute besiegt, werden bestimmt auch noch mehr auf uns zukommen. Das werden nicht die einzigen bleiben hier. Huch, was ist hier gewesen? Achso, es war nur er wahrscheinlich, mit dem ich reden konnte. Hier haben wir wieder ein paar Reagenzien zu sammeln. Sonst sehe ich hier aber auch nicht viel. Alles doch irgendwie leer. Okay. Ja, wo gehen wir denn dann mal hin? Ich würde sagen, hier oben. Nee, da komme ich her. Das ist Quatsch. Das ist ja Quatsch, das sehe ich ja. Na dann unten. Hier, weiter nach Süden. Ich hoffe, er folgt mir. Ist er da? Ja, da kommt er. Okay, alles klar. Ja, sieh mal zu, Agath. Denn ich brauche deine Hilfe, da kommen die nächsten Gegner. Langsam, bitte. Langsam, Agath. Bitte nicht hinrennen. Oh, er rennt immer hin, der Trottel. Er verrät mich immer. Genauso. Oh, das ist doch echt bescheuert. So, jetzt muss ich hin. Kann gerade keine Pfeile mehr schießen. Alles klar. So, es waren die. Die nächsten warten. Lad mal dein Ding schön auf. Sieh ihn doch mal an. So, er braucht immer was zu trinken. Ja, ja, alles klar. Ach, das nehmen wir auch noch mal mit. Hier, Gold und Heiltränke immer gern gesehen. Azurit-Dolche. Muss ich mir nochmal anschauen. Ich habe wieder ein bisschen sortiert, aber ich kann ja gerade nichts loswerden hier, weil ich ja hier nicht jetzt gerade bei irgendeinem Laden bin, wo ich Sachen verkaufen kann. Deswegen hoffe ich, dass mein Plunder reicht. Wir sind fast da. Oder zumindest dort, bis wohin ich euch bringen kann. Ich weiß gerade gar nicht, warum ich die Chakrams ausgerüstet habe, aber es wird seine Gründe gerade haben. Von der letzten Aufnahme her habe ich wahrscheinlich gesehen, dass die stärker wieder sind. Ich habe das hier gesehen. Diesen Moment. Es tut mir leid, meine Liebe. Weiter kann ich euch nicht bringen. So, ich nehme mal schnell was. Ja, finde ich auch. Ich bin noch am Leben. Ja. Ihr sollte eigentlich... Habt ihr auch nur die geringste Vorstellung, was ihr da getan habt? Mit welchen Mächten ihr euch einlasst? Nö. Ich habe das Schicksal verändert und ich bin eben was Besonderes. Ich weiß nicht, habe ich das Schicksal verändert? Ihr habt alles verzehrt, was er war. Alles, was er noch tun würde. Ihr habt das Gewebe des Schicksals selbst verändert. Euretwegen gibt es Taten, die er nicht vollbringen wird. Kinder, die er nicht zeugen wird.
Opfer, die nicht sterben werden, wenn sie es sollten. Mhm. Er hat versucht, uns zu töten. Ist das ein Problem? Ja, dessen bin ich mir bewusst. Aber niemand kann sagen, welchen Schaden ihr anrichten könntet, wenn ihr nicht vorsichtig seid. Ihr seid weitaus gefährlicher, als ich angenommen hatte. Wir müssen euch umgehend zum Theater des Schicksals bringen. Okay, gut, dann machen wir das. Was hat er denn hier bei sich? Ach, nicht viel eigentlich. Kann ich so gar nicht sagen. Können mit Agas reden und dann weiterlaufen. Dann laufe ich mal weiter. Was ist hier? Was wächst hier? Was? Eine Stevia-Pflanze? Habe ich jetzt nicht gesehen. Ich laufe mal hier weiter entlang. Ich hoffe, hier kommen wir nicht her. Ich glaube aber nicht. Nee, ne? Nee, hier waren wir noch nicht. Ich hoffe, der veräppelt uns nicht, der Agas. Ich hoffe, das ist alles in Ordnung jetzt hier, was wir hier machen. So ein komisches Gefühl irgendwie. Ja, da kommen Gegner. Und er rennt wahrscheinlich wieder gleich vor, ne? Der Idiot. Er verrät mich doch wieder. Bleib mal hier. Okay, er schleicht wenigstens mit. Sehr gut. Er schleicht mit. Dann können wir es ja mal probieren mit dem Schleichen. Mehr als probieren können wir es ja nicht. Oh. Der darf mich nicht... Du bleibst schön hinter mir, mein Freund. Der Linke macht mir ein bisschen Sorgen, weil der so seitlich ist. Die müssen schon mit dem Rücken zu uns sein. Mist. Scheiße. Jetzt hat er uns gesehen. Okay. Es ist wieder irgendwie interessant, mit den Chakrams zu kämpfen. Ist irgendwie so ungewohnt gewohnt, weil wir das ja schon mal hatten. Aber ich muss sagen, ich glaube doch, dass ich mit den Chakrams vielleicht bei der Maid etwas weiterkommen könnte. Wenn ich mir das jetzt so angucke, dann kann sie einfach so schnell auch andere Gegner auf weitere Entfernung damit platt machen. Das Theater des Schicksals. Ich hätte nie gedacht, es mal mit eigenen Augen zu sehen. Ja, kannst du mal sehen. Mal gucken, auf was wir hier zulaufen. Da wir jetzt so beim Hauptquest sind, bin ich ja mal gespannt, was hier kommt. Alle weg? Ich glaube, es sind alle weg. Oh, warte mal. Hat er ihn? Ja, er hat ihn. Okay, ich will mal hier hinlaufen. Kommen wir hier gerade... Ja, wir kommen hierher, ne? Okay, gut. Ja, gut. Er läuft ja auch schon voraus. Haben die noch irgendwas fallen lassen? Einer. Mana. Mana verbrauche ich ja im Prinzip immer nicht so viel. Sollte ich, wie gesagt, vielleicht mehr, aber geht ja auch immer so. Solange es so geht, ist es okay. Eine große Treppe hinauf. Und er ist schon drinne? Okay. Dann gehen wir auch rein. Was ist hier los? Wir Schicksalsweber haben die Macht dieses Ortes nie ganz verstanden. Es gibt offenbar so einiges, was wir nicht verstehen. Lauf nicht so schnell. Bei den Göttern, ich hätte noch eine Flasche mitnehmen sollen. Kannst du mal bitte schleichen? Oh, ich kann das nicht verstehen, ne?
der? Nix. Und was sagst du? Es kommt nicht überraschend, dass ein Iskaru den Weg zu diesem Ort der Macht gefunden hat. Alles an diesen Ruinen ist allein auf diesen Raum ausgerichtet. Und der Schicksalsstein ist das Zentrum all dessen. Mit seiner Hilfe lehrten die Feien die Schicksalsweber, die Antworten auf die verborgensten Geheimnisse des Schicksals zu finden. Legt eure Hände auf den Stein. Vielleicht finden wir dann auch Antworten auf eure Geheimnisse. Okay, was soll ich machen? Legt einfach eure Hand auf den Schicksalsstein. Er wird mir zeigen, wie ihr in das Gewebe des Schicksals passt. Wie wir in das Gewebe des Schicksals passen. Na schön. Vorher will ich mal einmal in die Option, das vergesse ich nämlich immer zu machen. Ich will mal einmal hier in die Lautstärke-Geschichte gehen, einmal die Dialog-Lautstärke noch mal ein bisschen höher machen. In der Hoffnung, dass ein bisschen was hilft. Und? Der Schicksalsstein ist bei eurer Berührung zerbrochen. Und alles um euch herum, das Gewebe des Schicksals, löst sich auf. Und dort, in seinem Innersten, befand sich der Kodex des Schicksals. Jenes Wissen, mit dem die Feien den ersten Schicksalswebern halfen, die Beschaffenheit des Gewebes zu verstehen. Begreift ihr denn nicht, was das bedeutet? Die Welt verändert sich, dass ich euren Stein zerstört habe? Ha, das ist nur ein geringer Preis für den Kodex des Schicksals. Wenn wir eine Möglichkeit finden, ihn zu lesen, könnte er uns dabei helfen, etwas über euch herauszufinden. Aber im Moment müsst ihr nur eines begreifen. Ihr ändert das Schicksal aller, denen ihr begegnet. Und das könnte euch mächtiger machen als alles andere, was je diese Welt betreten hat. Mhm. Ist das gefährlich? Das bedeutet, ich bin unbesiegbar. So gefährlich wie ein offenes Feuer. Ihr könnt anderen helfen oder sie vollständig vernichten. Wenn ihr an etwas beteiligt seid, gibt es keinen übergeordneten kosmischen Plan. Dann gibt es nur Freiheit und sämtliche Gefahren, die damit verbunden sind. Und das bedeutet, ich schulde euch ein... Sekunde. Was war das? Oh. Oh nein. Vernichtet die Abscheulichkeit im Namen Gottflos! Was? Ich habe noch nie einen Sterblichen getötet. Das dürfte lustig werden. Was? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wer seid ihr? Ich sehe nichts. Woher wissen wir, dass ihr nicht gemeinsame Sache mit den Tuatha macht? Es kümmert mich nicht, ob ihr mir vertraut. Ich bin mehr an eurer Freundin hier interessiert. Seid willkommen. Ich bekomme langsam den Eindruck, dass euch diese Tuatha nicht besonders mögen. Woran könnte das wohl liegen? Was meint ihr? Ihr seid immerhin in der Lage, das Schicksal der Welt zu verändern. Wer würde euch da nicht auf seiner Seite haben wollen? Wie haben sie mich gefunden? Wie viel habt ihr gehört? Genug, um zu wissen, dass ihr etwas Besonderes seid. Und weitaus interessanter als vor eurem Tod. Und das will schon was heißen. Aber jetzt bin ich an der Reihe. Was macht ihr hier? Warum hat sie so tolle Haare, die ich nicht haben kann? Warum hat sie eine schöne Langhaarfrisur? Ist sie irgendwie eine andere Elfe? Hätte ich doch eine andere nehmen sollen, wenn ich schöne Haare habe? Oh, ich muss mein Schicksal begreifen. Ich bin nur herumgewandert. Ha! Nur Dummköpfe wollen die Zukunft kennen. Wer liest denn schon vorher das Ende eines Buches? Richtet eure Aufmerksamkeit lieber auf die Gegenwart. Wie zum Beispiel diesen Kodex, den ihr gefunden habt. Unsere Scholaren dachten, sie seien alle aus dieser Welt verschwunden. Aber ihr steckt einfach voller Überraschungen. Viel Glück damit, ihn zu begreifen. Ihr habt es hier mit Feienwissen zu tun und sie besitzen nicht einmal eine geschriebene Sprache. Ihr Wissen ist einfach in den Stein eingebettet. Unsichtbar für die Augen Sterblicher.
Okay, ich interessiere mich für die Tuatha. Wie kann ich ihn entschlüsseln? Warum sollte man sich mit den kleinen Fischen aufhalten, wenn in den tiefen Gewässern doch deutlich interessantere Geheimnisse warten? Hinter dieser Sache steckt mehr, als euch bewusst ist. Ich habe zwar keine Antworten für euch, aber ich kenne jemanden, der sie euch vielleicht geben kann. Trefft euch beim Haus der Balladen mit mir, wenn ihr soweit seid. Ich bin mir sicher, die Feinen würden euch gerne kennenlernen. Macht euch auf den Weg. Okay. Silbertalisman. Das Ding ist kaputt. Wo ist Agaf? Wo steht er da? Wir können ihr nicht trauen. Ich bin noch nie einem Dokalfa begegnet, der mir eine klare Antwort gegeben hätte. Nicht einmal mit einem Schwert an der Kehle. Anwesende natürlich ausgenommen. Bin doch trotzdem auch mit Dokalfa. Hatte sie nicht Unrecht, was diesen Kodex betrifft. Seid einfach vorsichtig, wenn ihr irgendeinen ihrer Ratschläge befolgt. Und trotz allem können wir diese Tuatha, die Jagd auf euch machen, nicht einfach ignorieren. Wir müssen etwas gegen sie unternehmen. Wie können wir sie finden? Ich vertraue ihr auch nicht. Sie sagte, sie wären durch Didenhill gekommen, richtig? Sie gehören nicht in diese Landstriche, also haben sie vermutlich eine Spur, so breit wie der Hintern eines Ettin, hinterlassen. Wir treffen uns dort und machen uns auf die Jagd nach ihnen. Vielleicht finden wir ja heraus, warum sie hinter euch her sind, oder zumindest, wie sie euch so leicht aufspüren können. Ich muss noch einige letzte Riten durchführen, bevor ich diesen Ort verlasse. Viel Glück, Kleine. Okay, wir haben auch einen Stufenaufstieg. Das finde ich gut. Alte Freunde, neue Feinde. Um diesen Quest zu verfolgen. Dann was ist denn hier? Quest? So, aha, wir haben jetzt hier zwei verschiedene Sachen. Einmal haben wir alte Freunde, neue Feinde und Jagd auf die Jäger. Ja, wir machen mal erstmal mit ihm hier weiter und dann kümmern wir uns um sie, würde ich sagen. Und kümmern uns eben um den Stufenaufstieg. Ach, jetzt sieht man die Sachen hier rot. Das wundert mich jetzt, aber ich finde das viel übersichtlicher, wenn ich mal eine Markierung habe, die, weiß ich nicht, die mir direkt ins Auge fällt, wo man schon was hat und nicht hat. Oder trotzdem bin ich ein bisschen irritiert hier gerade. Ich weiß nicht, Sinnesschärfe. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, mal auf Schmieden nochmal was zu tun, um vielleicht ein paar coole Waffen mir selber noch schmieden zu können. Aber es gibt immer auch andere so gute Sachen, die man nehmen kann. Also es fällt mir immer schwer, da zu wählen, was ich nehmen soll. Ich mach's mal auf Schmiedekunst, weil ich habe da halt noch nicht so viel. Warte mal, zurücksetzen. Sind die roten dann... Ich glaube, die roten sind die, die ich noch nicht habe. Die hellen sind immer noch die, die ich gemacht habe. Und die roten sind irgendwie die, dass ich da mal... Ich weiß auch nicht. Check's gerade nicht. Aber ich mache mal einen Schmiedekunst und bestätige das einfach mal, damit wir hier irgendwas gewählt haben und weiterkommen können. Mich nicht allzu lange hier eigentlich mit aufhalte. Ich habe auch einmal dieses Schnelldingsen hier mal benutzt gehabt. Aber naja. Was haben wir denn hier noch Schönes? Wir benutzen gerade schon wieder die Chakrams, ne? Ja, gut. Chakrams, dann Zepter, Stab, Mal der Flamme kann ich eh gerade nicht nehmen. Ich müsste halt mal hier irgendwas kriegen. Hier haben wir diesen komischen Schockbolz-Dings. Wenn ich da einen reinsetze, dann komme ich einen weiter. Geht das auch, wenn ich hier einen reinsetze? Nee, das geht gar nicht, weil da habe ich schon 3 von 3. Dann mache ich den mal hier rein, damit ich hier überhaupt mal ein bisschen weiterkomme. Genau, hier kann ich dann super mega Chakram Power. Dann gehe ich nochmal hier rein, denn wir wollen ja mit unseren Dingern hier auch besser werden. Und schon sind die Punkte wieder weg, oder was? Boah, das ist ja doof. Dann setze ich den mal hier zurück eben. Und hier soll auf jeden Fall einer rein. Und was noch? Ich schaffe eine Nebelwand, deine Gegner kurzzeitig zu betäuben. Dann mache ich hier auch nochmal einen rein. Ja, so. Wie sieht's aus hier mit unserem Schicksal irgendwie? Weiß auch nicht. Keine Ahnung, wie das hier... Waldläufer Rang 4, 5, Assassine, Nachtlinge... okay. Ich check's grad zwar noch nicht hier ganz, aber... Was sind wir denn hier?
Gibt's hier irgendwie was? Kann ich denn hier unten jetzt auch schon was nehmen? Oder Raffinesse? Kann ich davon was nehmen? Nein, es geht nicht. Bin ich jetzt noch nicht gut genug? Oder wie? Weil hier steht ja schon mal Rang 5, Rang 4. Nee, nee, nee. Aber anscheinend zählt das hier unten noch nicht. Dann bleibe ich hier oben jetzt? Oder was? Ja, dann ich bleib da aber jetzt bei. Keine Ahnung, kapiere ich gerade noch nicht. Schon sind die 20 Minuten wieder um. Wir laufen mal... Oh, was haben wir hier? Ja, nehme ich mal mit. Kann ja nicht schaden. Und dann raus hier. So. Noch einen Trank nehmen. Ach, da sind schon wieder Feinde. Kann ich hier raus? Ins Licht. Na toll. Tut weh, ne? So von oben beschossen zu werden. Du bist aber auch ein ganz schöner Heini, dass du da stehen bleibst. Ja, ist doch schön. Das war der eine. Kann ich den... Nee. Kann ich den... Wenn ich mich hier giftig mache, läuft das dann noch besser. Schön vergiften. Ja, dann bleibt da unten mal schön stehen. Wir machen das Ganze in Ruhe von hier oben. So sieht's aus. Ja, herrlich. Ja. Geht auch so, ne? Was soll ich mich dem ausliefern? So, jetzt warten wir noch ein bisschen wieder. Und das war's mit ihm. Ganz elegant gelöst. Ohne mich in Gefahr zu bringen. Sehr schön. Ach, Inventar ist mal wieder voll. Haben wir denn hier noch weitere Knochen? Eine humanoiden Wesen, sie haben keinen Wert. Dann können wir das doch auch zu Plunder packen, hier diesen ganzen Knochenkram. Habe ich mir schon fast gedacht. Aber hätte ja sein können, dass ich die brauche für irgendein Quest oder so. Ja gut, ich werde mal hier meinen Plunder sortieren und so. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Kingdoms of Amalur und in unseren weiteren Quests. Und mal gucken, wie wir dann dem Agath weiterhelfen können. Bis dann!